Das heißt, da ist viel Kommunikation gefragt? Auf jeden Fall, ja. Also, dann sind wir beim Stichwort Pferdeflüster, in dem Fall Janine Beckmann. Vielen Dank, Hals und Wein jetzt gleich. Und Katja, du hast den nächsten Interviewpartner schon bei dir, die wir heute, glaube ich, schon mal gehört haben, wenn ich mich nicht irre. So, ich habe mir etwas Schönes überlegt und das mache ich jetzt an jeder. Freunde, jetzt, dass diese Perlenkette wieder zurück ist, dieser Wettbewerb für euch. Wie empfindest du? Ja, ich finde das auch ganz toll. Ich habe es in meiner Anfangszeit noch in meiner Ausbildung damals in Neustar schon mitgeritten. Nicht so erfolgreich, aber das war jetzt schon mal ein guter Schritt nach vorne. Genieße es und wir gratulieren unseren Gästen aus den Niederlanden. Hot Whispers und Maike Riehl. So, wir kommen zur Siegerehrung. Gewonnen hat die Startnummer 8 Hot Whispers von Popstrike aus The Whispering Lady. Und wir haben gerade schon gehört, das Pferd ist aus Irland. Und der Stall Carpe Diem hat ja heute wirklich, da ist der Name zu glauben, das Beste aus dem Tag gemacht. Willi Kneumann und sein Team freuen sich jetzt über die Siegerehrung und natürlich auch über ihren Applaus. Dieser, lediglich, die Mann nicht. Das ist aber eine Ehre. Das ist aber eine Ehre, oder? Ja. Ich muss meine Tüte wegstecken. Dazu.